Also ruhig. Man könnte ja auch mal ein spannendes Thema anschlagen. Ja, was denn? Keine Ahnung. Ja, siehst du. Ich habe die Idee gebracht, ihr schlagt das Thema vor. Noch so viele Quests zu erledigen. Zum Beispiel könnte die Sissia Beryllium herstellen. Oder die Fusionswall. Dafür für Beryllium brauche ich Netherrack und Fusionswall brauche ich Lead. Du hast hier nicht Lied, sondern das, was auf ist. Auf jeden Fall hast du schon mal Netherrack da oben. 26, das reicht. Immer mit der Ruhe. Ich maximal 3 raus. Da kommt noch über ein Stack, wird noch hergestellt. Die Lava kommt noch wieder mal nicht hinterher. Das Polytool kannst du, glaube ich, schon herstellen, wenn mich nicht alles täuscht. Das kann ich nicht herstellen, weil ich viel zu wenig von den Carbon-Nanotips, aber das kann ich eigentlich herstellen. Carbon-Nanotips, die kann ich aus Carbon herstellen. Carbon sollte ich relativ viel haben. 3, 4. Heart of Star? 1, 2, 3. Ach, da brauchen wir ja einen Netherstern dafür. Kannst du nicht irgendwie einen Netherstern herstellen? Dafür brauche ich erst massig an. Sag schon. Helium. An Helium und ich brauche 16. Kopernizium. Okay, Gesundheit. Ich weiß, wie ich die herstelle. Da steht zwar, dass ich die aus dem leeren Stern herstellen kann, aber ob das wiederum funktioniert, ist die andere Sache. Dann stell Stahl her. Ich brauche noch ganz viel Stahl. Vor allem auch für die Rockets dann. Ah, jetzt weiß ich, warum ich Compressed Meteoric Iron gemacht habe. Genau. Ja, denn ich habe gerade mal 3 gepresste Stahlplatten raus und ich brauche jetzt nochmal 3 für eine Quest und dann brauche ich noch massig für die nächste Quest. Und wir haben ja immerhin wieder 58 Kohle. Das ist leer, deswegen kommt dort nicht mehr an. Ich brauche 4 Stacks von diesen Carbon-Nanotubes und für ein Carbon-Nanotube brauche ich 4 Stacks Carbon. Carbon-Nanotubes haben wir doch. Vielleicht aber nicht. Ich brauche 4 Stacks. Dann nimmst du dir die 8 Dias und haust die durch diese Maschine. Das reicht immer nicht. Das reicht nicht. Glaubst du dir bei Tyrox Dias? Das reicht auch nicht. Oder Carbon Nanotubes. Haben wir nicht mehr. Das reicht nicht. Du kriegst 3 aus einem Dia raus. Reicht trotzdem nicht. Dann. Ich kann jetzt nur sagen, dann. Keine Ahnung. Ja. Wenn ich jetzt sage, dann kümmere dich, kommt das ja so böse rüber. Du brauchst 1000, 24, Carbon. Ja gut. Aber trotzdem muss man irgendwie rankommen. Ja, natürlich. Und ich brauche immer noch Stahl.
Jetzt habe ich mir selber Stahl hergestellt. Acht. So, ich davor. Ich habe noch eine von diesen Kugeln. Acht. Doch. Redstone, Fackel, Gier. Komm mal durch den Shit. Nächste Quest. Yay! Essen gekriegt. Gib's mir. Ich hab schon wieder in unsere Dinger reingepackt, in unsere Kisten. Wie soll ich so viel Würmer mit mir rumschleppen? Dann war ja noch die andere Quest mit dem Oxygen Sealer. Stimmt, hier brauchte ich das ganze Eisen, den ganzen Stahl. Compressed Tin. Jetzt muss ich mich mit meinen Schirm wieder auseinandersetzen. Da kommt das Tin hin. Ja gut. Das nenne ich mal eine ganze Menge Tin. Hat sie schon hier irgendwo Tin drinne? Toll, wieso sagt sie mir das nie? Sissy? Mhm. Kannst du mir bitte Tin herstellen? Tin? Tin. Yep. Tin Ingot. SN. SN hier. Wie viel brauchst du denn? Gute Frage. 2 Tin Ingots für eine Platte. 3, 6. 6 Platten. Warte. 6 Platten. Ich mach einfach ein Stack. Ja, müsste reichen, das sind 16, also dann heißt 6 und 32 auf 16 verteilt sind 16 Platten, gut. 1, 2, 3, 4. Aluminium, ich bescheuert, ich hab da noch Aluminiumplatten. So. Ja, das waren 20. Dann brauche ich unbedingt noch ein Dir. Ja, einen einzigen Dir. Hm.
nehmen oder reinschmeißen. Was kommt denn hier alles raus? Ach du Scheiße. Hm? Guck mal in deine komische Maschine da rein. Ich hab das. Was hast du da durchgemacht? Zwei Diakisten, Sorting Dia-Chests von einer Quest. Copper, Magnesium, Silber. Ja, ist eigentlich. Das ist die Herstellungsmaterialien. Wo hast du jetzt. Das Zeug habe ich noch im Inventar. Ach so. Also das, Tim. Ich hab Lust auf. Was? Ich hab Lust auf und dann war Ruhe. Klumbum. Was ist ein Klumbum? Klumbum. Klumbum dich allein. Klumbum. Gesundheit. Nee, wir ärgern damit immer unsere Chemielehrerin, wenn sie sagt Plutonium, so. Dann sagen wir Plumbum. Ihr habt Langeweile, würde ich da sagen. Wir haben keine Hoffnung. Nee, das ist nicht. Wie sowas machen würden, würden unser Lehrer komplett aus und sämtlich aus der Klasse schicken. Ihr habt ja auch merkwürdige Lehrer. Die Lehrer sind einfach nur angepasst auf uns, weil unsere Klasse so scheiße ist. So, Tin? Der CO2 nicht was gesagt, dass hier aus irgendwas aus ja gut Schnauze Handy Quantum Entropy Accelerator, der macht doch aus Cobblestone Energie, hat mir Tyrox, ach nicht Tyrox, CO2 gesagt. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie. Na, du brauchst diesen komischen Dings, den ich auch Quantum Entropy Accelerator. Ja, den habe ich ja schon. Musst halt einfach Cobblestone reinmachen. Dann generiert er Energie. Der verbrennt es. Was? Ja. Ich habe den jetzt hier oben einfach mal mit angeschlossen. Ja. Es war nicht viel Wasser generiert, aber es ist schon so. Ja. Du kriegst mit, dass das nicht viel ist. Unsere ganzen Maschinen saugen den sofort leer. Na ja, gut, wir haben eine gute Cobblestone Farm. Der generiert 1, 2, 3. Also pro Sekunde 100. Ja, F. Läuft. Ist nicht wirklich viel. 1, 2. Wo ist meine Kugel? Hä? Ich hatte doch. Ach. Shit. Sauerstoffmangel, kotzt mich an. Ja, jetzt muss ich auf ein Dia warten.
Der Quantum-Entropie-Dingsbums, der speichert nicht mal Energie drinne. Unsere Maschinen lutschen den einfach mal leer. Ja gut, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich noch machen soll, solange ich kein Dia habe. Ich bin halt immer noch damit beschäftigt, dieses komische Ding zu stellen. Diese Schematics. Schematics. Also für die Raketen? Na. Na, ich kann die halt jetzt herstellen, weil ich diesen Dia-Block eingetauscht habe. Ja, dabei bin ich ja gerade. Ach, versuchst du gerade einen Diamant herzustellen oder schon die Raketen allgemein? Nee, den Diamanten. Ach so. Hier. Ein Dia. Eine Redstone-Fackel. Weiß Silikon und Redstone. Aber weißt du, was mir dabei spontan einfällt? Sich eine automatische Lava-Brücke, halt so eine Obsidian machen könnte.